unsterbliche Seele und sei bei uns. Das bin ich. Dafür wird sich jedoch mein bereits lyrisches Sopran zu einer schlichten, grandiosen Stimme entfalten. Und zwar das Ü, tiefe, reife Lage, für Kultur, Modulation, kurz in jeder Hinsicht zu dem Tatsache. Kennen wird mich jedes Kind, ich werde schon immer vor der Total ausverkauft sein und in allen Industrien verdrückt zu Tatsache. Hierfür aber verzichte ich bereits im Leben auf alle privaten Gefühle. Vize-Teufel! Thank you.
Date nur noch der Unterschrift dieser neuen Madonna. Wirkliche Sopran. Freiwillig habe ich ja das zum Kandidat. Spät. 13 Wochen ist es hier. Da, auf diesem Land. 13 Wochen? Das ist ein eigen Ding, den er vor. Der kommt. Oder er kommt nicht. Ich bin es. Also bin ich mehr oder weniger auf. Ich muss nachdenken. Wie denn? Meine Beobachtung. Ich denke natürlich gar nicht nach. Aber manchmal braucht man so blöde Ausreden, damit man endlich seinen Frieden bekommt. Ich muss alles lesen. Schaut, gestern zum Beispiel uns unten auf der Erde wieder eine Masse Leute unschuldig hingerichtet. Lauter Fehlurteile. Und trotzdem kommt es einfach an deine Brille. Warum lesen Sie denn alles von der Frau? Weil ich muss. Man hat es nicht leicht. Also, ich lese prinzipiell nur das, was einen Bezug hat. Analyse. Prinzipiell. Wieder. Und wieder bezahlen uns.
zu ersetzen. Es ist der Art und Seele zu sagen, dass ihre Tochter einen Vertrag mit dem Teufel hat. Yeah.
bekommen kann. So ein Kühlkühl mit einem Eifeleck und einen großen Gefallen tun. Gerne. Ich werde mich auch auf eine Schule. Bitte. Die Sache ist nämlich die. Eigentlich müsste ich heute noch auf ein Sportlehrerin auf. Ich habe da auch so wenig diverse Kontakte, da muss man halt immer wieder persönlich kontrollieren. Aber die Sache ist jetzt die, dass ich momentan unmöglich weg kann von hier. Immer diese ewige Reparatur. Unerhört! Aber die Sache ist jetzt die, vor ca. 30 Jahren habe ich mit so einem nichtsnützigen Menschen einen Kontrakt geschlossen. Den üblichen. Er hat mir für 5000 Jahre seine unsterbliche Seele gekauft. Dafür ist seine Persönlichkeit geworden. Ein Band. Achso, eine künstlerische Persönlichkeit. Ist mir egal. Was mir aber nicht egal ist, ist, dass er mich wieder betrügen möchte. Und zwar ganz schamlos betrügen, obwohl ich seinen fixen Kontrakt mit 7 Jahre verlängert habe. Zwar eine neue Seele für die Ewigkeit liefern. Einen lyrischen Sopran. Aber jetzt, wie sein Termin fällig wird, der mit lauter lächerlicher Einwände nachher mit Paragraphen aus der Kraft und Mauer dahinter kühlen. Oh, sogar da, wenn er schon herumhalten wird. Wie war ich denn? Sie kommen jetzt in den Himmel. Ach, wie sonst für mich so an der Erde? Gehst du in den Gedanken? Es ist mein allerletztes Wort, sonst bereite ich ihm einen Todeskammer, der zum jüngsten Tag wenden wird. Hey, diesen Intendanten, der hat einen Vertrag mit Ihnen? Allerdings. Habe ich mich immer schon gleich gedacht. Also, selbst schlicht in der Lehre sind die Sache. Ob sie jetzt eine halbe Stunde früher oder später den Himmel kommt, spielt in Ewigkeit keine nennenswerte Rolle. Logischerweise darf man auch. Thank you.
trinken. Lass das. Was sagst du denn zu deinem größten Erfolg? Welcher Applaus schon nach dem ersten Akt im Monstruzieh? Alles war nur für dich. Mein Lass das. Ja, du hast nichts zu fürchten. Mit dir geht's aufwärts. Willst du? Ja, noch aufwärts. Hier, in diesem Hause, diese Garderobe hat vor 7 Jahren deine Erfolge genommen. Und in diesem Haus hast du mir einen Vertrag überreicht. Den du unterschrieben hast. Gewiss. Wenn ich nur meinen Vertrag nicht unterschrieben hätte. Was? Du auch? Gewiss. Mit mir geht's abwärts. Abwärts im ganz wahren Sinne des Wortes. Soll ich dich bedauern? Wir sehen uns wieder. Und sprechen uns noch. Früher. Oder später. Na also. 2:08:06. Wenn ich nur wieder schlafen könnte. Das habe ich auch gesagt. Erinnerst du dich? Nein. Egoist. Ach, was bist denn du? Ich auch, aber trotzdem. Kind, ich weiß, du hörst nicht gern, was ich dir jetzt sagen werde, aber ich habe auch Freude daran, dass du so großen Erfolg hast. Du lüg doch nicht so. Ja, arme Luise kann sich das Gute nicht mehr glauben. Arme Luise, und das sagst du mir auch noch, knapp von meinem großen AG im 2. Akt. Ihr Auftritt, Madame, ich komme, stick im Sausentüten. Wahrscheinlich.
Es hat der nach dem Fegefeuer noch immer kein Fingerspitzengefühl dafür, dass man dem Teufel nichts Gutes tun kann. Also, Sachen haben es geklärt. Du bist der sogenannte typische Fall. Zu gut für die Hölle, zu schlecht für den Himmel. Da bleibt uns nur eins. Du musst wieder von vorne anfangen, damit wir uns endlich mit dir auskennen können. Verstehe kein Wort. Los, los, runter mit dir. Hast du noch nicht genug gelebt? Ja, so viel auf die Erde. Hier ist kein Platz. Noch nicht. Auf die Erde. Sich wieder einschalten in den Lauf dieses älteren, guten Planeten, wo man Gutes möchte und Böses darf. Aber so, hatten wir es auch dieses Mal.